So. Hallo und herzlich willkommen. Zu einer neuen Runde Animal Crossing. Und ihr seht schon, dass hier jetzt eigentlich alles gewachsen ist. Und sieht das nicht echt nice aus, so hier oben, so jetzt mit den Bäumen. Gefällt mir persönlich nämlich richtig gut. Ja, es stört mich so ein bisschen, dass man hier runterfallen kann. Hey JJ, hey Tammy. Straßenlampen. Ich glaube, die hatten wir aber für den Garten unten alle gekauft, die Sachen. Wo hatte ich denn geplant, die Gartenlampen? Da eine? Ah! Noch einer? Das ist doch eigentlich echt schön. Wie groß ist das? So. Wir brauchen noch ein paar Kissen, die wir anfordern müssen. Und noch ein paar Blumen. Was ist denn die Schubka? Warum habe ich die denn dabei? Schubka ist hier fürs Spielen. Hey Game Waschbär. Danke für die ganzen netten Worte. Ach, die habe ich ja gerade eben bekommen. Was will ich damit denn? Okay. Jetzt einfach hier schön die Gärten machen, da noch den einen Baum hin. Da ist dein Boot. Da wurde dein Fußball und sagt, ich denke, nice. Ja, das sieht doch eigentlich schon ganz schön aus. Oh, was ist denn heute das Outfit, Mina? Ja, welches Modedesign ist denn heute? Schon wieder Outdoor-Kleidung? Ich
Ein Safari-Shirt. Okay, wir brauchen zwei Kissen. Zwei Kissen. Ja, die sollten wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Ja, bei mir ist ja heute auch jemand anders da. Und sie hat jetzt heute da die Minna. Den Rest müssen wir noch mal überlegen, was wir da noch hinmachen. So. Elefantenrutsche. Salzsauer, glaube ich, habe ich schon. Ich glaube, wir müssen noch bei Kissen gucken. Drei Kissen wollte ich dahin machen. Wir machen das Laborset zu den Kindern, da könnt ihr damit spielen. Habe ich das noch oben, oder das muss ich da einfach hinpacken? Nicht unbedingt. Machen. Moment. Wir wollen jetzt erstmal gleich ein neues Outfit. Oh Gott, je. Warum muss gerade heute Minna da sein? Das hier ist auch schon gewachsen. Das ist auch schön geworden. Hier sind auch die Blumen gewachsen. Das ist auch schön. Ja, das passt doch. Ja, Lisa. Okay, also der Baum wächst hier nicht. Irgendwo anders hinpacken. Da hingeht. Das hier geht zum Park. Hier geht es in den großen neuen Park, den wir gerade am Bauen sind. Den bin ich jetzt gerade so am Bauen. Mit Spielplatz und allem. Hey, was soll, Herr Julia? Hey, Fiona. Kann die schon? Ah. Oh. Noch ein Kater, Lisa. Oh, das ist ein Ver. Oh, alles war so teuer. Sie. Ich hab die hat immer nur noch drei Sterne. Ich glaube, die hat nicht mehr meine Insel.
je, mein Joypad hat keinen Saft mehr. Moment. Ich komme nicht an den Stecker. Ja. So. Hä? So. Dekoriere mit Blumen. Oh, auf. Ich soll gleich mal gucken, wie viele Inseln sie hat. Ich finde das schon sehr nice gemacht. Also Skala 1 bis 10, 8, 9 bestimmt. Oh, die Pilotenmütze ist geil, die will ich haben. Okay, sie hat gesagt Safari. Hey, Simi. Oh je, Simi. Eine Pilotenmütze ist gesetzt. Nur die Mütze, oder? Ja. So, dann müssen wir mal gucken. Dass wir jetzt irgendwas Outdoor-mäßiges machen. Noch ein paar Mülltonnen in den Park dann noch so stellen zur Müllentsorgung. Das hier finde ich ist voll schön geworden. Das gefällt mir richtig gut so jetzt hier oben. In den Bäumen noch. Die Bäume werten das echt auf, finde ich. Oh Gott. Mir die Bestellung nur so ein Birnen schicken, ist immer ein bisschen schwierig, muss ich mal nachher gucken, ob ich auf der Insel sind. So, was meinte sie damit Outdoor? So, wie sieht denn das Safari-Shirt aus, dass das hier. Wir müssen mal den Bart aus dem einen Set rausmachen wieder. So, mal gucken, ob das hier für sie als Outdoor zählt. Okay.
Aha. Was machst du da? Das sieht schon ganz nice aus. Brauch nur noch ein paar mehr Blumen. Kann man da auch jemals falsch liegen? Bisher fand sie immer alles gut, was wir hatten. Hey, Lisa. Hey, Colleen. So. Was machen wir jetzt auf der Insel checken, bevor wir das Mai-Event nutzen, das Ding? Ja, als nächstes wird dieser Bereich hier oben irgendwie gemacht werden müssen. Hey Jimmy! Na? Wie gefällt's dir hier so, Jimmy? Ich finde, das ist schon ganz nice geworden. Jetzt haben wir mit den drei Lampen haben wir hier eine da oben. Finde ich eigentlich ganz nice schon. Ah, Jimmy hat sich Wasser geholt. Diese Hügel da selber bauen. Also ein paar davon habe ich selber gebaut. Also diese Anhörungen hier, wenn du das meinst. Den Unkraut mitnehmen. Mein Obst ist, bei mir ist das Hauptobst für sich. Auf zur Mai-Feierreihe. Oh ja. Auf geht's. Hey, Sterni Love. Elena. Was? Ein Labyrinth? Oh no! Oh yay! Ein Labyrinth. Was haben wir denn hier? Eine Schaufel.
Oh no. Hey Sunny. Die Büsche kann man ausgraben, ja. Ein Labyrinth. Da hinten ist die Katze. Ja, heute Piloten-Style, genau. Ich glaube, das zweite war wichtig hier, ne? Dafür braucht man ja ein Obst, um da durchzukommen. Ah. Was? Ja, hä? Ja, das war's, oder? Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Ja, ich glaube, die Axt hatte generell nur 3 Hits und weil ich hier einmal gegen den Stein gehauen habe, war's das. Ich glaube, ich komme hier nicht mehr raus jetzt. Aber wir brauchen da oben das Obst halt noch für die... Ja. Oh, kann ich von vorne anfangen? Ich hab's gerafft. Oh, Mann, oh. Ja, haha, lustig. Ja, wir müssen Notrettung machen, halt irgendwie von vorne anzufangen. Ja, das ist halt, das Problem ist, ich habe halt jetzt einfach die Axt nicht mehr. Weil ich komme hier nicht mehr durch. Weil ich brauche halt genau da oben an der Ecke. Hier. Normalerweise müsste ich einfach das Teil hier, hält einen einzigen Hit noch aus. Die Axt liegt da wieder. Nee, oder? Nee, die Axt liegt da nicht mehr. Die war hier unten. Ruf Notrettung an, okay.
Ja, ich hatte das Problem, dass ich nicht wusste, dass die Axt nur drei Hits aushält. Ah, okay. Alles klar, ich verstehe. Ich verstehe. Ja, okay, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt weiß ich das aber. Okay, also es ist eigentlich recht simpel. Das Erste, was wir machen, ist... Ja, also man darf... Das ist total fatal. Man darf halt echt nicht daneben greifen. Ansonsten ist es direkt halt wieder gegessen. Ja, ich weiß, dass da unten eine Werkbank ist, aber da... Ich habe eine Sache gecrashed, sozusagen. Ich zeige euch jetzt gleich, was ich meine. Also wir müssen hier für oben brauchen wir die Axt. Ist aber schon lustig. Ich mag diese Rätsel hier so. Wir brauchen halt nämlich genau die drei Schläge für die Axt, ist halt essentiell. Man darf die Schläge halt nicht verhauen, wie ich es jetzt gemacht habe. Also man braucht alle drei Schläge hier. Wenn man das halt versaut, wie ich es halt gemacht habe, dann war es 1, 2, 3, genau. Genau. Oh, stimmt, da bräuchte man gar keine Schaufel. Okay, jetzt haben wir zwei. Jetzt können wir zwei Sachen wieder aushebeln. Okay, das heißt, wir hebeln den Baum da oben aus. Einmal. Und hier. Und dann bekommen wir aus dem da oben zwei raus. Ne, wir müssen den Stein da hier unten auch noch platt machen. Da ist ein Rezept drin. Wir müssen jetzt genau aufpassen, was wir als nächstes machen, ansonsten hängen wir gleich wieder fest. Da oben sind drei, das führt uns zu nichts. Den bauen wir den zwei Früchten als nächstes, ja. In ein Loch kannst du hier nicht reinfallen. Da hüpfst du immer drüber. Ich glaube, der hier ist das nächste, weil da haben wir nämlich zwei Früchte, genau. Und dadurch machen wir nämlich eine Frucht Bonus. Genau. Jetzt könnten wir diese da unten machen, dann bekommen wir aber, wenn wir den da unten wegmachen, dann bleiben wir auf demselben Niveau. Den können wir eigentlich wegmachen, den da unten. Aber erstmal sollten wir den hier platt machen. Weil da bleiben wir auch auf demselben Niveau. Weil wenn wir hier eine Frucht essen, bekommen wir auch da unten eine Frucht raus. Genau. Wackelaxt. Und Axt. Okay, das heißt, wir sollten hier die Frucht essen, um zur Werkbank zu kommen. Das ist wichtig. So. Und jetzt brauchen wir halt eine Axt. Und zwar am besten eine Eisenaxt. Okay. Moment, ich gucke sofort wieder in meine Chat, ich muss mich gerade mal kurz konzentrieren. Ja, jetzt dürfte man nicht safe durchkommen. Weil jetzt haben wir nämlich... Wir müssten ja da oben durchmarschieren.
Ich glaube, wir müssen jetzt hauptsächlich die Axt verwenden. Aber eigentlich müsste doch die Axt jetzt eigentlich lange genug halten. Die Axt hält doch eigentlich ewig aus. Ich hab's jetzt gleich, also wir können auch kurz einen Moment, ich muss mich kurz nochmal konzentrieren. So. Und wir müssen da unten, anscheinend habe ich nach unten irgendwie die Tickets vergessen, wartet mal. Aber wir sind jetzt hier schon mal durch. Der Weg ist schon mal offen. Dann gehen wir jetzt noch mal kurz zu dem Bereich nach unten. Bis da unten noch mal irgendwie diese Sterni-Coupons rankommen. Ne, da lang. Alles klar, Kabel West. Ups, hä, Moment, was? Shit. Ah. Moment. Oh, ich mach den gleich weg, ey. Wo war denn der Ausgang nochmal? Wie kam ich denn da hin? Ah ja, so rum. Oh, ich mag solche Labyrinthe. Muss ich außen rumlaufen? Echt jetzt? Da brauche ich vor allem 3 Früchte. Und ich habe nur 2. Ja, stimmt. Ich sehe es ja hier selber, ja. Okay, also wir brauchen dafür auch noch ein Pfirsich mehr. Brauchen wir dafür. Ja, wenn wir noch einen Pfirsich finden, dann können wir da rein. Zuerst die Katze. Okay, wir ziehen der Katze einen Spaten über, dann kriegen wir einen Pfirsich, habe ich gehört. Sterni-Coupon. Fehlt halt ein Pfirsich, ne? Das ist doch keine Katze, das ist ein fieser kleiner Teufel, das sieht man ihn noch an. Na, mache ich hier schon mal eine Abkürzung. Dürfen wir die Sachen behalten? Da hätte ich mich viele, schöne, viele neue Büsche. Ich bekomme keinen mehr. Das ist ja totaler Beschiss. Dann komme ich ja da gar nicht ran. Dann hätte ich mir irgendwo einen Coupon sparen müssen. Na. Komme ich da nicht mehr ran an die. Da nehme ich die Büsche mit. Hallo? Büsche sind voll nice. Katzen haben kein Anrecht auf Büsche, das sind alles meine. So, Mister. Olli! Wir zwei sind schon mal begegnet, eigentlich kommt mir ziemlich bekannt vor. Entschuldigung, bin auf so vielen Inseln gewesen. Ja, ist alles klar. Was führt mich hierher? Tom Nook schickt mich. Klar kenne ich Tom Nook, ey. Der gute Olli. Okay. Ha.
Bekomme ich jetzt irgendwas von ihm? Ja, ich habe voll die schöne Insel gemacht, Olli. Bingo! Hey, Mia. Klar. Fabi bin ich. Was kriege ich? Mach's gut. Was hat er mir gegeben? Ein Koffer von Olli. Olli, du siehst irgendwie... Oh. Olli, du siehst irgendwie... Du siehst sau creepy aus, Olli. Wie so eine echte Katze. Hm. Ja, Gott, die paar Sternis ist auch nicht so schlimm. Ja. Ich will nach Hause fliegen, ja. Ich will nach Hause. Okay, Mona. Ah, okay. Alles klar, okay, die Sachen kommen nicht. Ah, nein, ich darf die Büsche nicht behalten. Ah, wie gemein. Aber ich will doch die Büsche behalten. Aber ich will doch die Büsche behalten. Ach, Menno. Meine schönen Büsche. Hey, Jodo. Also, wir brauchen, glaube ich, 2 Bänke. Und brauchen wir wie viel Holz? Hm. 24. Uff. 24 Holz. No. Steinaxt. Hab ich noch Steine? Ja. Und keine Äste. Mann, oh. Jetzt gib mir doch mal mehr Äste raus. Mensch, Paul, gib mir auch mal Äste. Ich bin Pilot. 2. Geh doch. Hey, Niki. Bank. 2 Bänke. Drei Bänke brauche ich theoretisch gesehen. Oder 3, ja. Haba, Wackelaxt. Müssen wir mit der Wackelaxt Sachen abhauen, damit wir was andere Sachen bekommen. Ach komm, nur Hartholz. Das Spiel mag mich heute nicht. Ich sehe nichts.
Okay, mal ein bisschen Holz dabei. Komm! Wo ist er denn hin? Ich krieg so viel Holz. Warum kann ich keine Hartholz-Axt machen? Pilot ist halt auch, braucht auch seine Äxte hier. Aber jetzt muss ich vor allem, jetzt kann ich erst die herstellen. Jetzt kann ich erst mein Holz sammeln. 24 Holz vor allem. So. 24 Holz. Ach ja. Ich finde, man sieht man manchmal ein bisschen schlecht immer. Weil es nicht. Ah, oh, guckt euch mal an, ey. Ich habe nur Hart- und Weichholz. Und zwar wirklich ausschließlich. Holz. Oh, das ist eigentlich mal gut hier. Ey, wir haben erst 5 Holz. Naja, Switch Online lohnt sich, wenn du online spielen willst, ne? Verbrauchst es halt. Oh, endlich. Elf. Oh. Ey, wie viel Weichholz das heute rausgibt. Das ist ja nicht mehr feierlich. Wir müssen gleich mal ein bisschen Weichholz verkaufen. Also, guck mal, wie viel Weichholz wir einfach schon haben. Aber schon 30 Weichholz in der Zeit, wo wir normales Holz noch nicht mal einen halben Stack haben. Switch Online kostet, glaube ich, auch mal irgendwie 6 Euro, glaube ich, war das. Echt ein bisschen Pech gerade mit normalem Holz. Das ist aber immer ein bisschen lackabhängig auch. Die Bäume hier müssen auf jeden Fall auch nochmal weg. Ich kann einfach zu sehen. Ja, hat jemand seinen Turnbeutel verloren? Das ist wieder Paul, denke ich mal, ne? So. Nostalgie-Rennauto-Bett. Platz für Birnen. No. Also wir bauen insgesamt 24 Holz. Wir haben jetzt 17, also brauchen wir noch ein paar mehr.
Gegner. Ja, es ist ganz schön teuer. Also es gibt da genügend Online-Dienste, die teurer sind. Ist halt im Rahmen, würde ich sagen. Okay, wir brauchen noch 5. Hey Mo! Steht unser Termin nachher, Mo? Noch 2. Nur Hartholz. Oh nice, wir haben's. Alles klar, Mo. Okay, wir müssen unbedingt mal ein bisschen was verkaufen gerade. Etwas verkaufen. Der Autobot haben wir schon. Erfahre ich aber mal auch nicht. So, Früchte weg. So, das dürfte eigentlich schon ganz gut Geld geben. Ja, nice. Mir geht's ganz gut, ehrlich, hoffe dir auch. Ja, ich weiß, hier ins Haus. Ich wollte nicht ins Haus gehen, aber guck, was passiert, wenn man außen bleibt. Ich hab Paul hat wieder seinen Turnbeutel verloren, ne? Sag mal, Paul, der seinen Turnbeutel verliert. Hier, ich hab was für dich. Hört ihr das? Ja, es ist sowas von... Ach, Reinhold hat seinen Turnbeutel verloren. Yo! Das war wieder fresh aus Keks. Wir müssen Reinhold finden. Nein, nein, ich dachte, du hast ja gesehen, dass die Oma drauf reagiert hat, Colin. Deswegen dachte ich so, hey, vielleicht fängt ja die Oma oder sowas uns die Wespen weg. Deswegen habe ich gehofft, dass da irgendwas noch passiert.
Dass ich weiß, was man beim besten. Oh. Echt jetzt? Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Wäre sein können, dass die Oma da irgendwas macht. Wo ist denn Reinhold? Ist der vielleicht zu Hause? Ich hab vergessen, wo Reinhold. Oh! Haha, ja, Reinhold macht dich auch noch lustig drüber. Hier, dein Turnbeutel. Ist er da? Ja, eine rein. Tja, bitteschön. Jetzt schenkt mir irgendwas Gescheites. Ah, ein Ball. Was denn für ein Ball? Ja, jetzt kriegen wir aber plötzlich einen Fußball. Halt noch ein Fußball, ey. Ja, pack mal den zweiten Fußball auch erstmal hier, ja. Kami, du willst den zweiten Fußball. Ach ja. Ich und mein Bro Reinhold hier. Schicken wir Tami mal einen Fußball. Hey Martin.
Ja, Tami, ich habe diesmal schon extra mal geguckt, Tami, dass ich nicht an die falsche schicke. Ja, das ist mir schon zu oft passiert, sowas. Ah, erst ein Ball. Okay, ich muss mal gerade gucken. Was machen wir noch in den Garten da oben? Also ich überlege halt, ob wir da Hecken auch noch irgendwie reinbringen. Ey, sich hier alle diese T-Shirts kaufen mit dem Design von der einen Zuschauerin. Also hier brauchen wir noch ein paar Blumen. Vielleicht so eine oder andere Hecke hier hinten rein, noch einfach so. Wir brauchen noch jede Menge Blumen. Ups. Wieso ist denn die Cam weg gewesen? Huch. Entschuldigung. Aber wir brauchen noch eine Bank, die kommt hier hin. Und dann noch einen Mülleimer oder sowas hier vielleicht. Das müssen wir wegwerfen. Ein Mülleimer. Vielleicht die Zuckerwatte stand. Und eine Bank. Moment. Mülltonne, oder? Okay, Mülltonne, eine Zuckerwatterstand und dann noch eine Bank bauen. Aber erstmal Mülltonne und Zuckerwattestand anfordern. Ja, ich glaube, das reicht erstmal. So. Den. Oh, 3000. Uiuiui. Unverkäuflich. Oh, Mülltonne. Guck mal, wie sie Sport macht. Yeah, sie geht voll ab, beide. Ich zeig halt immer die Projekte, auf die ich am meisten Bock habe. Also deswegen mache ich halt momentan Animal Crossing, SSO, Days Gone und die Games halt. Im Gymnastikball. Ah.
Oh, ich dachte schon gerade, es kommen wieder Wespen raus. Oh. Mag Dayspawn auch sehr gerne. Nein! Warum geht die schon kaputt? Mann, oh. Ich kaufe mir jetzt einfach einen im Store da. Könntest nur eine Wackelaxt kaufen. Ach, Menno. Habe ich noch eine Axt dabei? Eine andere? Ich habe nur noch die Wackelaxt, ne? Und die große Axt. Ja, gut. Wie viel Holz habe ich denn schon? 5. Okay, kann ich immerhin eine gleich bauen noch. Ach Mann, warum kostet die Axt auch wieder Holz? Ja, es ist cringe, dass die Axt auch nochmal Holz kostet. Warum kostet die nicht auch Stein oder so? Ach nein, ich hab weitermachen geklickt. Okay, aber noch 12. Was? Okay, wir brauchen auch noch 300 Meilen. Bad X Day. Dekoriere mit Blumen. Immerhin ein bisschen. Ach, noch 4. Wie dekoriere ich dann am besten jetzt mit Blumen? Kann ich das einfach irgendwo mal wegmachen und das und dann wieder hin platzieren? Reicht das schon? Guck mal gleich mal. Das ist relativ lustig. Wow. Echt jetzt?
oder so hin. Oh no, ganz da hinten. Oh nee. Hey, Foxy Girl. Hallo! Ich dachte, das ist doch eins da vorne Ebene. Ja, dann holen wir noch die Zuckerwattemaschine für den Spielplatz. Ansonsten hat viel noch Blumen und so. Ah, jetzt haben die Fische was. Zuckerwatte. Ja. Hi Bella. Nope. Okay, der Zuckerwattestand ist auch noch damit fertig. Und jetzt halt erstmal ein bisschen Blumen sammeln. Wie findet ihr den Park bisher so? Hier so der Picknickplatz. Hier. Ach, da war noch eine Zapfsäule an. So, also im Endeffekt kaufen wir jetzt noch ein paar Blumen. Der Pet ist auch nice da. Die hier. No! Man kriegt, da machen sie keine Bestätigung nochmal rein. Was vertappst du denn die Tankstelle? Hey, Tomatensaft. Ja. Guck mal gleich mal, ob wir dadurch mehr Punkte haben auf der Insel. So, also was Großstadt hat neu gekommen ist, dass wir jetzt hier noch ein bisschen mehr Grün haben. Danke, Catgirl. So. Für den Ast unten den Baum. Der Ast triggert dich.
klar. Dann nehmen wir doch für dich sogar mal extra den Ast auf. Oh, der platziert sie aber auch immer am dümmsten Punkt. Also es gibt die meisten dieser Art an Games sind halt für die Switch immer. Hier noch so ein bisschen Gebüsche und sowas dann rein. Hätten wir da schon mal wieder ein paar mehr Blumen. Gebaut, Hilde. Einfach gebaut alles. Und ich zeige auch gerne auch gleich noch mal meine ganze Stadt. Was wir alles so gemacht haben. Sagen so der Park noch mit Spielplatz und so einer Picknick-Ecke. Und nee, da, Entschuldigung, ups. Dann haben wir hier so. Also hier geht's mal los von unserer Stadt. Hier haben wir oben unser Museum. Neben dem Museum haben wir so unsere Fitnessstelle mit dem Kampfring. Und hier halt, weiß ich noch nicht genau, das ist mir noch ein bisschen viel an Stühlen und so. Eben das Museum. Ist hier oben so die erste Stadt. Mit diesen unterschiedlichen Reihen an Häusern. Dann haben wir hier noch ein Basketballfeld. Hier noch so einen kleinen Spielplatz. Hier oben ist das American Diner. Hier geht's hoch zu meinem Platz. Hier wohne ich dann. Wie sieht denn das? Koffer von Olli, ey. Ich sag deine Blume, weiß ich nicht genau. Dann ist hier der Campingplatz. Wir können den Koffer von Olli hier hinstellen.
Koffer von Olli hier beim Campingplatz. Dann geht's hier in den nächsten Teil der Stadt. Dann haben wir hier so unseren Shop mit Parkplatz und allem und bla. Und dann haben wir hier noch ein paar Häuser. Schneiderei. Hier auch nochmal so einen kleinen Park und eben den größeren. Nein, nicht von Yo Olli. Und hier unseren Japan-Park eben noch. Das ist aktuell meine Insel. Das haben wir bisher so gebaut. Das ist alles, was wir bisher haben. Dankeschön, Selina. Also es sieht jetzt so, dass wir jetzt so den oberen... Wir haben jetzt genau die Hälfte der Insel quasi fertig. Und jetzt noch hier den Park noch so ein bisschen. Und dann kommt vielleicht da oben noch so ein Fußballfeld hin und sowas. Das ist so, dass wir noch planen dann. Hier kommt hier noch die Zuckerwattemaschine. Ich glaube, die Zuckerwattemaschine ist ein Ticken breiter. Viel Arbeit war, ja klar. Ich weiß, meine Uhrzeit stimmt nicht. Das ist aber, ich habe die Uhrzeit generell ein bisschen vorgestellt, dass wenn wir spielen, es ein bisschen heller ist. Ja, das ist sozusagen aktuell so unser Platz. Mal gucken, ob wir dadurch, wie viele Sterne wir haben. Ich glaube aber, wir sind immer noch bei 3. Weil wir ja ziemlich viel auf der Insel halt noch nicht bebaut haben. Deswegen denke ich mal, dass wir auch bei 3 Sternen so sind. Na, 3. Leider. Wer hat das gesagt? Immer noch mehr Natur, immer mehr Blumen. Es kann doch nicht sein, dass wir einfach nur überall Blumen hinbauen machen. Klar darf die Sachen nachbauen, natürlich. Klar. Klar, klar, klar. Kann man in der Jukebox mit deinen... Kann man in dieser Jukebox in deinem... Ja, kann man. Zeig ich dir gleich. Moment. HRT glaube ich morgen wieder. Ich muss halt immer ein bisschen farmen vorher. Also man kann in den meisten Bereichen mit irgendwas interagieren. Also hier kann man... In der Jukebox kann man halt die Musik ändern. Hier kann man Dart spielen. Bei dem Mixer, Kaffeemaschine. Hier hat man noch einen Kühlschrank für Kaltgetränke. Das ist sozusagen mein Diner. Kannst auch das Schild hier aus an und ausmachen. Also ich achte schon darauf, dass man das, wenn möglich, immer recht viel noch nutzen kann bei den Sachen. Also, das ist bisher so meine Insel. Was wir halt noch vorhaben, ist dann erstmal oben rechts irgendwie so ein bisschen Fußballplatz oder sowas in der Art zu machen. Und irgendwie so ein Fußballfeld oben. Aber was wir sonst noch so bauen.
Ich weiß nicht. Also mal schauen, wir haben noch echt viel Platz. Von daher, mal gucken. Also ich finde halt, dass die Insel so ein Thema hat komplett und nicht halt viele so Einzelbereiche, sondern die soll halt so wirklich zusammenhängen. Und das ist mir halt irgendwie wichtig. Und deswegen habe ich mir halt so das vorgenommen gehabt. Freut mich, dass es euch gefällt. Hat viele solche kleinen Bereiche, wo man sagen kann, okay, das passt halt alles so zusammen. Aber dann mache ich jetzt hier für heute auch erstmal Schluss, weil ich will gleich noch ein bisschen mit Mo was zusammen streamen. Und dann machen Mo und ich gleich einen Crossplay-Stream hier. Ich sag mal danke fürs Zuschauen und bis später. Das ist wichtig. Dankeschön. Ja, das ist Tabi. Dankeschön. Ciao, ciao.